Jeder hat sie schon mal gesehen, aber kaum jemand weiß, was damit anzufangen. Die Mengenangaben auf der Waschmittelpackung. Ich dosiere einfach immer nach Gefühl, aber was bedeutet eigentlich dieser Härtegrad, von dem die Waschmittelmenge abhängt? Wasser ist nicht gleich Wasser. Es hat unterschiedliche Härtegrade. In Deutschland wird zwischen weich, mittelhart und hart unterschieden. Weich ist das Wasser in einem Härtebereich zwischen 0 und 10 Grad deutscher Härte, dH. Hart ist das Wasser bei 14 bis 21 Grad deutscher Härte. Wie hart das Wasser ist, hängt von kalkbildenden Mineralstoffen ab. Wenn viele Magnesium- und Calciumverbindungen im Wasser sind, hat es einen höheren Härtegrad. In unserer Region ist das Wasser aufgrund der Bodenbeschaffenheit oft eher hart. Gesundheitsschädlich ist das nicht. Im Haushalt kann es aber lästig sein. Weiße Kalkablagerungen an Leitungen und Armaturen stören optisch und lassen sich nur schwer wegputzen. Haushaltsgeräte wie Wasserkocher, Kaffee, Spül- und Waschmaschine leiden unter der Wasserhärte und können auf Dauer Schaden nehmen. Auch im kosmetischen Bereich ist kalkhaltiges Wasser ein Ärgernis. Nach der Haarwäsche schlägt man sich oft mit stumpfem, matten Haar herum. Eine dauerhafte Lösung für das Problem? Die Installation einer Wasserenthärtungsanlage. Die Firma Seier in Ulm ist Spezialistin auf dem Gebiet. Die Nachfrage sei groß und ist im Vergleich zum letzten Jahr noch gestiegen, mein Kundenberater Stefan Scheppach. Viele Menschen sind momentan zu Hause, machen sich natürlich dann auch Gedanken über gerade Sanierungen, sei es im Badbereich, sei es im Heizungsbereich. Gerade da ist es extrem wichtig, dass wir einfach mit Enthärtungsanlagen arbeiten, weil einfach zum Schutz der Armaturen bei neuen hochwertigen Bädern oder auch bei Standardbädern. Und wir empfehlen ganz klar, ab einer Wasserhärte von Mittel ist der Einsatz von einer Enthärtungsanlage sehr sinnvoll. Das ist jetzt ein standardmäßiger Aufbau vom Hauswassereingang, wie er eigentlich in jedem Gebäude vorhanden ist. Das Rohwasser, das harte Wasser fließt hier rein über die Verschneidearmatur, geht hier über den flexiblen Schlauch in die Enthärtung. Hier findet der Ionenaustausch statt, wo Magnesium und Calcium einfach gegen Natrium ausgetauscht wird. Jetzt hat der Ionenaustausch natürlich nur eine bestimmte Kapazität. Der ist irgendwann voll, der kann irgendwann nichts mehr aufnehmen und dann muss die Anlage regenerieren. Ja, das ist je nach Wasserverbrauch zwischen alle 3 und 4 Tage regeneriert so eine Anlage. Also jede Anlage muss mit Regeneriersalz gefüllt werden. Das sieht man hier. Das sind solche Salztabletten. Die Säcke werden dann in die Anlage eingefüllt. Ja, und dann ist die Anlage betriebsbereit. Ja, wenn ich mich für so eine Anlage entscheide, worauf muss ich denn da achten? Leider passt so eine Anlage nicht in jeden Hauswasseranschluss. Der Platz dafür muss vorhanden sein. Gut, die Kosten, das kommt natürlich darauf an, welche Anlage will ich. Also im Prinzip enthärtet jede Anlage, egal welcher Hersteller. Es unterscheidet sich nur darin, es gibt Einsäuleranlage und es gibt Zweisäuleranlage. Es gibt je nach Option natürlich einen Preis zwischen 2.000 und 4.500 bis 5.000 Euro. Lohnt sich das denn? Natürlich, wenn ich Mieter bin, ist die Überlegung natürlich schon da, ob ich mir eine Enthärtungsanlage anschaffe. Ja, als Hausbesitzer sieht die Sache anders aus, da würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Man sagt, dass eine Enthärtungsanlage sich ungefähr nach zwischen 5 und 7 Jahren amortisiert hat. Also so eine Anlage rechnet sich in jedem Fall. Vielen Dank. Gerne. Gerade in unserer Region kann so eine Wasserenthärtungsanlage also durchaus sinnvoll sein. Bis die installiert ist oder für Menschen wie mich, die zur Miete wohnen, gilt, Haushaltsgeräte regelmäßig reinigen, damit sie länger leben. Und auf hilfreiche Hausmittel setzen. Essigessenz oder Zitronensäure sagen den lästigen Kalkflecken den Kampf an und lassen die Haare wieder glänzen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.